Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online seit extrem langer Zeit. Ich habe, glaube ich, jetzt fast 2, 3 Monate kein Star Stable mehr gespielt. Das ist super lange her. Ich hatte einfach absolut gar keine Lust mehr auf das Spiel. Aber heute mit dem Update am Mittwoch, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das Video heute rausbringe, aber für mich ist es heute noch Mittwoch, hat sich viel verändert. Irgendwie ist jetzt das Pferdetraining anders und das Interface soll anders aussehen. Ich bin gespannt und ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder gar keinen Bock auf Star Stable haben werde. Aber ja, wir schauen uns den ganzen Spaß jetzt einfach mal an und es kann ja nur schief gehen, oder? Das Hintergrundbild ist sehr hübsch. Das kenne ich noch gar nicht. Das sieht echt richtig, richtig schön aus. Ich muss jetzt auch mal nach und nach noch diese neuen Story-Quests und so machen. Der Mauszeiger ist anders. Das sieht jetzt auch anders. Oh, du heilige Banane. Ja. Warte, ich muss erstmal Kopfhörer reintun. Also, was ich schon mal positiv sagen kann, mir gefällt diese Map hier oben sehr, 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 sehr gut. Die finde ich sehr hübsch. Gefällt mir besser als vorher. Ich finde es gut, dass dieser Balken nicht mehr unten ist. Ich finde diesen. Geht er weg? Weil das finde ich extrem störend, diesen Absteigeknopf. Das finde ich actually ganz cool. Ist halt aber noch ein bisschen weiter nach drüben gekonnt. Und weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen zu. In your face. Ach, ihr seht das gar nicht, weil ich davor sitze. Aber ihr wisst, glaube ich, eben, wie es aussieht. Deswegen ist das egal. Warte mal, ich kann mich aber trotzdem mal verschieben. Pferdeentwicklung ist jetzt im Spiel. Ich bin gespannt. Ich überlege, ob ich mir ein Level 1 abwürde. Ich habe ja irgendwo noch Level 1 Pferde, glaube ich. American. Oh ne, irgendwo war das so ein Shire. Ich dachte American Paint Horse. Dann hätte ich mir jetzt nämlich ein Paint Horse gekauft und Shire. Und 7 Tage Stallhilfe, das ist gut. Bei meinen Pferden geht es eh allen voll schlecht, weil ich seit Ewigkeit. Was ist das denn? Das Kommando rufen? Was ist das alles? Ich bin überfordert mit der Situation. Eine Funktion der Verbundenheit. Shadowkill spürt, dass du eine gute Reiterin bist und lässt dich von dir reiten. Du kannst dieses Pferd in einer Box in deine Heimatstadt unterbringen. Glückwunsch, Lara. Das ist der erste Anfang eines neuen Abenteuers. Schneller Galopp lernt man auf Stufe 2. Shadowkill war trotz seiner Führigkeit und Selbstbewusstsein ist bereit zu rennen wie der Wind. Fürstick? Du hast die Fähigkeit Fürstrick für Shadowkiss freigeschaltet. Wenn du sie besitzt, geht dein Pferd neben dir her, während du es an einen Fürstrick hältst. Interagiere mit deinem Pferd, während du nicht auf ihn sitzt, um auf diese Fähigkeit zuzugreifen. Wenn du dich zu weit von deinem Pferd entfernst oder die Fähigkeit noch einmal auswählst, entfernst du den Fürstrick. Shadowkiss muss Zaumzeug tragen. Okay. Also, was war das? Mit T. Bindung stärken. Eure Verbindung ist jetzt stärker. Gefährten. Auf eure gemeinsame Reise haben Shadowkiss und du Vertrauen und Respekt füreinander entwickelt. Diese Bindung bringt das Selbstvertrauen und die Stärke deines Pferdes in die Weise zum Vorschein, die Shadowkiss allein nie erreichen könnte. Okay, dann haben wir noch Kommando folgen und bleiben. Du kannst Shadowkiss jetzt über das Kreismenü das Kommando folgen geben, während du nicht auf dem Pferd bist. Okay, wir müssen gleich mal absteigen und uns das angucken. Wir können ihn rufen. Deine Stimme ist in deinem Pferd sehr vertraut. Shadowkiss kann jetzt über Entfernungen hinweg hören und spüren, dass du. Das ist aber cool, dass man ihn jetzt rufen kann. Ich drücke das jetzt mal durch. Ich will mir das jetzt alle hundertprozentig genau durchlesen. Das können wir dann irgendwann mal machen. Tippe auf lila markierten Symbol, um zu sehen, was dein Pferd lernen will. Namensschild für die Box. Das bekommen wir erst ab Level 15. Okay. Was haben. Ich finde es cool, dass wir jetzt unseren Reiter hier sehen. Das gefällt mir gut. Das neue Interface finde ich gar nicht so schlecht. Ach, hier unten steht jetzt mal welchen. Ah, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe halt keine Ahnung von Re Gangarten und jetzt sehe ich das hier. Aber irgendwie stört mich das hier unten trotzdem. Ich weiß auch nicht. Ich finde, die Symbole hätte man noch irgendwie mit hier oben hin machen können. Hier unten habe ich den Chat. Aber das ist cool. Jetzt sehe ich hier, wie viel XP ich noch brauche. Das gefällt mir sehr gut. Wir steigen mal ab. Was können wir jetzt machen? Konnten wir jetzt nicht irgendwie das Pferd rufen oder so? Kuh? Ah,
dann kriegt. Ach, wenn wir uns jetzt um das Pferd kümmern, kriegt das XP. Okay, das wusste ich. Das ist cool. Ich meine, die Pferde sind eh schon schnell genug ausgelevelt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das länger dauert, ein Pferd auszuleveln oder nicht. Da habe ich gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Pferd folgen lassen. Pferd führen? Ja gut, das ist halt einfach das wie vorher, oder? Wow, ist das ein langes Gummizaumzeug. Geil, oder? Also das dehnt sich ja so richtig schön. Okay, kann ich irgendwie aufhören? Ja, sehr schön. So, was haben wir noch? Wir haben keinen gemeinsamen Moment. Wir können es streicheln. Ja, so wie immer halt. Das konnte man ja vorher auch schon machen. Ja, es ist jetzt irgendwie voll Handygame-mäßig, oder? Also irgendwie kriege ich ja voll Handygame-Vibes. So, wie kann ich denn das Ding rufen? Ah, ich kann dann immer auf Q das öffnen jederzeit. Und jetzt kann ich sagen... Also wenn es dann auch Bock hat zu kommen, ist das sicherlich cool. Ah, es geht doch auf U. Also Shadowkisser hat keinen Bock gerufen zu werden. Was willst du machen, ne? Ich find's gut, dass es kleiner ist, wenn man nicht auf dem Pferd sitzt. Die Karte gefällt, also am besten gefällt mir die neue Karte. Die finde ich richtig schön. Was ist denn das Pinke? Okay, die Schönheitssalons werden jetzt sehr krass doll und offensichtlich angezeigt. Das ist mir ein bisschen too much. Aber ich muss sagen, das neue Kartendesign wirklich mag ich richtig gerne. Das gefällt mir gut. Ich finde es jetzt oben in der Ecke auch ein bisschen schöner als hier unten, ehrlich gesagt. Das mit der Kante gefällt mir gut. Das hier finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Finde ich aber an sich nicht schlecht. Ich finde diese ganzen Knöpfe hätte man noch mit hier oben hin tun können. Irgendwie hier wieder so um die Karte rum. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Oder hier meinetwegen noch daneben. Das hier nervt mich halt extrem. Also auf der einen Seite finde ich es cool, aber ich finde, das hätte man vielleicht auch hier und das Pferd machen können. Weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber mich stört das hier unten. Gut, die Karte ist okay. Das Chatfenster, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal kurz zum Stall. Oh Gott, das sieht ja alles anders aus. Okay, das finde ich hässlich. Da mochte ich das Alte irgendwie. Oh nee, warum ist denn das so? Wie kann ich mich abholen lassen? Achso, warte, T war das, ne? Nee, hä? Wie konnte man sich denn jetzt abholen lassen? Ah, es gibt das alte Menü noch. Ich habe nichts gesagt, alles gut. Ruf deine Steife an, die dich und Shadowkiss kostenlos dann haben. Ja, ich habe nichts gesagt, wir haben das alte Menü noch. Alles cool. Ja, gut, ich denke, da gewöhnt man sich mit der Zeit auch dran. Das ist jetzt alles sehr... das Inventar gefällt mir. Oh ja, das sieht hübsch aus. Von Inventar bin ich Fan. Global Shop sieht noch so aus wie vorher, okay. Also Inventar mag ich gerne. Inventar gefällt mir gut. Karte gefällt mir gut. Das ist neu. Okay, das gefällt mir auch gut. Oh Gott, das tut mir so... Na, wo sind meine ganzen Pferde hin? Warum ist alles schwarz? Ich lasse mich noch mal kurz abholen. Meine ganzen Pferde stehen... Niemand kann... Ja, toll. Was mache ich denn jetzt so? Ich habe, glaube ich, vergessen, Rechnung zu bezahlen oder so. Ich weiß es nicht. Ich starte noch mal kurz neu. Probieren wir es noch mal. Oh, meine Pferde sind wieder da. Yay! So, wenn ich jetzt absteige, funktioniert es dann? Ja. Okay, dann war das gerade ein kleiner Fehler. Ach, und wenn die jetzt ausgelevelt sind, haben die ja dann dieses fancy Türschild und die Schrift ist golden. Hä, ist die Steuerung irgendwie anders? Irgendwie. Hä? Na, ich bin rausgedoppt. Ah nein, ich war nur nicht richtig im Spiel. Doch, ich bin richtig im... Hä? Hat sich das schon immer so komisch drehen lassen? Okay. Was ich gucken wollte, jetzt habe ich hier noch irgendwo ein Level 1 Pferd sortieren. Wie ging das nochmal? Mein Stall hier. Das sieht anders aus wie früher.
Wir sortieren die mal kurz alle, genau. Shadowkiss habe ich hier. Dann gucken wir uns jetzt mal das mit Green Tree an. Die Laune ist bestimmt im Keller. Sehe ich irgendwie deine Laune? Hier sicherlich, oder? Nee. Sieht man nicht mehr, welche Laune die Pferde jetzt haben? Haben die keine Laune mehr? Also können sie jetzt nicht mehr schlecht gelaunt sein? Das müsste ich mir irgendeine Erfahrung bringen, weil das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Okay, wir können ein paar Gangarten zusammentun. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit und leveln jetzt mal kurz ein bisschen das Pferd in Moorland und dann schauen wir mal, was daraus so wird. Aber doch, wir können auch sehr, sehr schnelle Galoppe raten, weil irgendwie stand da, man kann ja später. Greenleaf hat eine Führung. Greentree spürt, dass du eine gute Reiterin bist und lässt sich von dir reiten. Du kannst dieses Pferd auch in der Box in deine Heimatstunde bringen. Glückwunsch, ja, das ist wunderschön. Aber ich dachte, man schaltet schnellere Gangarten erst später frei. Aber ich kann jetzt immer noch schon sehr schnell laufen. Soll das so sein, oder? Oder soll das nicht so sein? Ich meine, gut, das Update ist vor ein paar Minuten erst rausgekommen. Ich habe jetzt direkt angefangen zu spielen. Aber das wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Kann ich jetzt trotzdem schon diese ganzen Rufsachen machen? Ach nee, das kann ich glaube ich noch nicht. Hier kann ich aber auch eine Abholung anfordern. Was ist das? Ah, das ist dieser spezielle... Okay, wir können uns doch um unser Pferdchen kümmern. Dann kriegt es gleich ein bisschen XP. Komm, das machen wir mal schnell. Hups. Wir steigen jetzt nochmal ab und gucken jetzt mal, dass wir uns hier mal um dich kümmern, Greentree. Genau, wir kratzen mal die Hufe aus. Guck mal, da kriegen wir ja schon einiges an XP. Ja, guck mal, da einmal um das Pferd gekümmert und es ist direkt Level 2. Warte. Ich habe mich festgehangen. Also es ist echt buggy alles noch, weil jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ja gut, wisst ihr was? Ich würde sagen, an der Folge lasse er an der Stelle lasse ich es dann auch einfach sein, weil ich habe keinen Bock, das Spiel jetzt noch neu zu starten. Ja, sind noch ein paar Bugs drin und ich glaube, das wird im Großen und Ganzen, wenn nicht, gar nicht so schlecht. Vielleicht kommt jetzt wieder mal öfter Star Stable. Mal gucken, ich spiele zurzeit noch Star Shine Legacy. Da kommen jetzt auch mal regelmäßig Folgen. Die nächste kommt auch bald wieder. Beziehungsweise machen wir dann gleich bald mit Folge 2 weiter. Ja, es sieht anders aus. Ich finde es nicht schlecht. Dieses Pferdedings verwirrt mich noch ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Aber schlecht finde ich es an sich nicht. Das hat irgendwie was. Das ist mal ein bisschen Abwechslung. Aber es hat halt für mich jetzt irgendwie eher so Handyspiele-Vibes statt Computerspiele-Vibes bekommen. Aber die Karte mag ich sehr gerne. Um was Positives zu sagen. Ich liebe die neue Karte. Das finde ich sehr schön. Okay, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch Zusehen. Ihr könnt mir immer gerne schreiben, wie ihr den ganzen Spaß findet. Ich bin sehr gespannt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Auf jeden Fall mit Sims und mit Starshine Legacy und vielleicht auch irgendwann wieder mit Star Stable Online. Mal sehen. Okay. Habt ihr so einen traumhaften Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.